Die ADAC 24-Stunden Nürburgring Qualifiers mit zwei Rennen. Eins am Samstag bei absolut besten Witterungsbedingungen. Viele Zuschauer, die sich freuten auf die Startphase um 17.30 Uhr, als insgesamt 131 Fahrzeuge auf die Reise gingen. 4 Stunden lang durch die grüne Hölle. Vorneweg die beiden Audi R8 LMS vom Scherer Sport PHX-Team. Und so war es Ricardo Feller gemeinsam mit Christopher Haase, die die Doppelführung für die Scherer-Mannschaft in Kurve 1 versuchten zu verteidigen. Der Angriff vom Klickenhaus, SCG 004 auf der Außenseite, in der Mitte David Pitter, dem Walkenhorst, Aston Martin, innen einer der beiden Falken-Porsche. Es war eng, aber zum Glück gab es keinerlei Kollisionen im Bereich der ersten zwei Kurven. Vorneweg die beiden Audi. Aber Lukas Stolz von hinten im Angriff gegen die 35, gegen den Aston Martin von Walkenhorst Team, geht vorbei. Die typischen Überholmanöver mit Windschattenunterstützung auf der Düngerhöhe. Vorneweg Haase und Feller. Die beiden bestimmten das Tempo in den ersten 7-8 Runden. Der Dacia mit noch leichten Problemen, ebenso beim Großbord BMW Probleme mit Reifenschaden. Diese Mannschaft gewann erneut die Klasse der BMW M240er, die Mannschaft von Adrenalin Motorsport erneut siegreich. Viele Boxenstopps natürlich wie immer und dann hier dieser tolle Fight, leichter trifft hier von der 44 von Tim Heinemann im Kampf gegen Thomas Breining, den DTM-Champion, die bettelten sich die gesamte Zeit. Einer der vielen AT-Fahrzeuge, alternative Treibstoffe, ein Thema, was immer mehr aufkommt, immer schöner wird und was auch für eine Menge Spannung sorgt. Wir sehen, viele Gelbphasen gab es, da war dann Überholverbot, der ein oder andere Dreher, hier in dem Fall der Teichmann Porsche, ohne weitere größeren Folgen. Das sind Dreher auf der Grand Prix-Strecke, die keine Probleme nach sich ziehen. Probleme eher dann hier beim Aston Martin mit Reifenschaden hinten links nach einem Einschlag im Bereich Hatzenbach. Und der Black Falcon Porsche sollte nachher der Sieger sein, auch in der Cup-Klasse. Währenddessen Thomas Kiefer sehr spektakulär im Rallye-Fahrer-Stil unterwegs, runter in Richtung Hatzenbach. Hier auch ein toller Kampf um Platz 2 in der Cup-2-Klasse zwischen dem Auto von Carsten Kremer Racing und dem Müllner Porsche Techting gegen die Martino. Die sollten sich auch lange, lange hart bekämpfen. Frank Stippler versuchte alles, den Audi R8 immer weiter nach vorne zu bringen. Spektakuläres Überholmanöver hier im Bereich Tiergartensenke. Und das gehört zu jedem 24-Stunden-Rennen dazu, die obligatorische Rennwurst. Tiefstehende Sonne im Bereich der Arenberg-Kurve für die Fahrer ein Problem. Für die Fans ein traumhaftes Bild, der Sonnenuntergang mit dem startenden Helikopter. Immer wieder schöne Bilder von der Nordschleife. Der Kampf ging weiter zwischen Techting und Di Martino. Am Ende war es dann Tim Heinemann im Falken Porsche mit der 44, der trotz dieser Gelbphase, wo er ein paar Sekunden verliert, das Auto unter Beobachtung vom Teamchef Sven Schnabel als erster über die Linie bringt. Toller Sieg für Tim Heinemann und Sven Müller im Falken Porsche mit der 44. 1 Minute und 5 Sekunden war der Vorsprung auf das Schwesterauto, welches hier als Zweiter über die Ziellinie kommt, ganz knapp vor dem Mantai Porsche im Crello. Allerdings bekam der 33er Falken Porsche noch eine Zeitstrafe, fiel auf Platz 5 zurück, sodass Platz 3 an den Scherer Audi mit Frank Stippler und Ricardo Feller ging. Hier die siegreiche Mannschaft, Sven Müller, Tim Heinemann, Freude groß beim Team Falken, Riesenergebnis. Die linksstehende Mannschaft wurde, wie gesagt, noch bis auf Platz 5 zurückgestuft. Aber Champagner gab es natürlich trotzdem für alle Beteiligten.